Ja, dann die Frage, wer bist du, wann bist du geboren und wo? Also ich bin der Gerd Müller-Goldbohm und bin am 12. Februar 1953 geboren in London. Insofern keine ganz echte Berliner Kindheit, aber ich bin hier aufgewachsen in Berlin. Und London hat dann eigentlich in meinem Leben erst wieder in der Jugendzeit eine Rolle gespielt, in der Kindheit eigentlich weniger. Insofern passe ich hier vielleicht doch in den Berliner Kontext ganz gut rein. Aufgewachsen bin ich im Südwesten von Berlin. Das nennt sich dort Giesensdorf. Wird kaum jemand noch kennen. Giesensdorf ist ein Teil von Lichterfelde, wiederum Teil von Bezirk inzwischen Zehlendorf, Steglitz oder Steglitz-Zehlendorf. Also eigentlich eine Gegend, die so ein bisschen ländlich geprägt war, kann ich noch sagen. Ich habe das als Kind eigentlich sehr schön gefunden, dass es dort einige Felder am Stadtrand gab. Und zwar vor der, wie man damals sagte, Zonengrenze gab es eine ganze Reihe von Feldern. Dort konnte man mit dem Fahrrad durchfahren. Da gab es auch kleine Gräben und das war also zwar keine direkte Ländlichkeit, aber es hatte doch nicht den rein städtischen Aspekt, wie wenn ich in Schöneberg aufgewachsen wäre oder sowas.